Hallo und herzlich willkommen zurück zum Simultan-Special-LP, ja, das ist sehr special inzwischen. Wozu war das nochmal? Ich weiß gar nicht mehr, wozu das Special war. Das ist auch das Tolle. Gut. War es das 1000-Video-Special oder sowas? Irgendein Special. Es ist ein bisschen peinlich, aber es ist mir jetzt auch egal. Wir haben nämlich hier volle Bahnhöfe. Das ist erstmal schön. Was mir aber gerade aufgefallen ist, als ich ein bisschen rumgeguckt habe, der Geislinger Rathausbahnhof ist ziemlich voll. Aber hier wollen viele einfach mit dem Bus fahren. Ich spiele hier nach Geislinger Siegessäule und da interessiert mich, ob gerade einfach eine S-Bahn angekommen ist. Ja, gut, da müssen wir da auch nichts ändern. Ja, das ist eine kreative Interpretation von S-Bahn mit einer Foslo G 1000BB. Sehr kreativ, aber naja. Wir haben uns ja in letzter Zeit, oder ich habe mich besser gesagt in letzter Zeit geweigert, Industrien zu machen, weil die Ewigkeiten weg sind. So, hier die Bäckerei bekommt Eier und Mehl. Braucht noch Zucker und Molkereiprodukte. So, hier Zuckerfabrik. Aber eine Zuckerfabrik hier. Warum haben wir da nichts hingeliefert bisher? Wo ist der Zuckerrübenbauer? Wo sind wir hier? Geht doch fast noch. Wir haben's Geld. Wie lange haben wir die Bahnhöfe? Acht. 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 Haben wir 10. Und dafür nur ein Zug. Sollte dann passen. Oder wie lang ist die Strecke? Ja, nö. Ganz ehrlich, das reicht. Mal 8 machen. Will aber auf Nummer sicher gehen. Wir können es ja immer noch verlängern. So. Aber wir haben so viel unnötig große Zugkapazitäten wahrscheinlich schon. Bahn-UFO, genau. Das Bahn-UFO. So. Haben wir jetzt mehr eine reine Güterfolge. Wer sich also nicht für Güter interessiert, der kann gerne abschalten. Da habe ich das vergessen. Da habe ich anscheinend erst die LKWs gehabt. Die LKWs werde ich jetzt aber bald, denke ich mal, durch den Zug ersetzen. Wenn ich hier eh eine Zugstrecke runterführe. Warum dann nicht gleich mehrere Linien drauf bedienen. Auf jeden Fall dann die Zuckerlinie wird auf jeden Fall auf demselben Gleis sein. Der fährt ja direkt vorbei wahrscheinlich. Und dann können wir hier gucken, ob wir sogar eine Personenlinie machen, denn hier fahren wir an vielen Städten vorbei. Ob sich das nicht eventuell lohnt. Oder ob wir hier allgemein mal mit Personenverkehr in dieser Gegend mal starten und dann eine Verbindung dann später machen oder auch direkt machen. Auf jeden Fall müssen wir langsam mal eine große Expansion hier machen im Personenverkehr. Ansonsten haben wir keine Zukunft. Wir haben auch jetzt eigentlich schon keine Zukunft. So, hier Grünberg ist eine Stadt, die wir hier mit vielen Einwohnern hier einfach vorbeifahren. Weil es ja nur Güter. Ist nur Güter. Da brauche ich kein schlechtes Gewissen an haben. Ja gut, ich wollte es eigentlich gerade haben. Aber da habe ich wohl gerade ein bisschen geschlampert. So, fahren wir hier an der Bäckerei vorbei. Genau. Ich würde sagen, den Zug für den Zucker dann, der kann aber eine 6er Länge sein. Also der muss echt quasi keine Kapazität haben. Der ist so eine kurze Strecke. Ja, wenn wir das hier mal anbinden, haben wir dann direkt hier. Das ist eine grundlegende Bahninfrastruktur. 3, 5, 6, 7. 4, 5. 6. Genau. Und, was das da ist. Wir wollen nach Tittelbach. Nee. Also wollen wir nach Herten. Würde ich mit einem Gleis lösen, ehrlich gesagt. Wobei machen wir 2, denn der muss ja warten auf volle Beladung. Da ist das dann immer etwas ungünstig. Ich nehme das hier jetzt gerade übrigens wegen diesem tollen Sturm auf. Ich bin mal gespannt, was hier passiert. Man hört es auf jeden Fall ein bisschen, also. Ich denke aber, ihr solltet davon nichts mitbekommen. Wenn ihr also diese Folge nicht seht, dass ich tot bin. Wenn ihr diese Folge seht,
Wisst ihr, dass ich höchstwahrscheinlich noch am Leben bin? Das hätte ich nicht sagen sollen. Das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt kriegt man echt Angst noch. So. Ich mach das bewusst nur 6, denn jedes Gleis kostet ja auch Unterhalt. So. So. Müssen wir echt gucken, wo wir dann eine Ausweiche machen. Wir brauchen eigentlich nicht so viel. Also die Strecke ist so lang. In der Theorie bräuchte man gar keine Ausweiche, sage ich jetzt einfach mal. Aber ich würde mal sagen, für einen optimalen Ablauf würde ich doch 1-2 machen. Hier zum Beispiel bietet sich das ganz gut an. So eine relativ lange Ausweiche sogar. Und hier noch eine. Auch eine relativ lange Ausweiche. Ja, bin ich aber mit zufrieden jetzt mit der Strecke. Brauchen wir Strom? Haben wir hier für Züge? Haben überall die Foslo G2000. Dann setzen wir die doch auch wieder ein. Warum nicht? Ich glaube, da brauchen wir auch keinen Wegpunkt. Nee. Das ist der Zuckerrübenzug. Hätte mir echt intelligentere Systeme ausdenken sollen. Wenn wir jetzt später so viele Sachen haben, ist das sehr ungünstig. Aber gut, dann bleiben wir halt beim Güterruben. Güterrubenzug, genau, der Güterruben. Herzlich willkommen an den Güterruben. Mein neuer Zuschauer. Zuckerruben. Hallo Zuckerruben. Zuckerrübenzug. Ich sollte nicht mehr aufnehmen. Ich sollte einfach nicht mehr aufnehmen. So. Also normal mache ich da immer noch einen Unterstrich oder sowas, dass man die einordnen kann. Oder eben ein GZ, dass die alle zusammen sind. Aber nein. Da habe ich mich schon zu Beginn anscheinend gegen entschieden. Okay, der Zug ist gar nicht so scheiße, muss man jetzt einfach mal sagen. Vielleicht brauchen wir auch 120er Gleise dann. Das wird sich lohnen, ja. Doch. So, Zuckerruben. Einmal der Zuckerruben, bitte. Landwirtschaftliche Güter garantiert. Gut, garantiert. Warum sind das keine landwirtschaftlichen Güter? Manche Dinge. Oh, diese Wagen hier. Ja, gut, ne? Habe ich eindeutig den falschen Zug gewählt. Aber einen mit deutlich mehr Power hier. So 4000, ja. Wenigstens 3000. Nee, können wir auch nicht. Eiskraftwagen. Der ist wohl eher für einen schönen Bau. Oh, 4000. Ein Kaufpreis. Nee, Preis. Einfach nur Preis, bitte. Dann der Betriebspreis. Der billigste, der vier, so an die 4000 kann. Also ist mir dann auch egal. So. Geil, okay. Da haben wir den. 2025, ja doch. Doch alle Züge haben. Ach, wir haben keinen Strom, ne? Doppeltraktion. Aber nochmal eine schöne Doppeltraktion. So, der Zuckerruben. Genau, der Zuckerruben. Wird auf 100% erwarten und statt. Zuckerrubenzug. So, und dann von Härten aus machen wir dann direkt 100% Ladung. Diesmal mache ich sogar direkt. Ist die Jöstadt Bäckerei. So. Das könnte ein Deadlock geben. Wird es aber, glaube ich, nicht. Ich glaube, das dürfte keinen geben. Das ist der Zuckerzug. Der Zuckerzug. Und der Zuckerzug. Was ist denn das hier zum Beispiel? Ein Kalibergwerk. Könnte man gucken, wir haben ja jetzt eine gute Schieneninfrastruktur eigentlich schon. Ob wir die nicht alle irgendwie miteinander verbinden können dann. Der Zuckerruben. Genau. Dann nehmen wir auch. Können wir fast den hier nehmen, würde ich sagen. Ah, nehmen wir den hier. Muss man nicht an der falschen Stelle sparen. Obwohl doch. Wir sparen an der falschen Stelle. Zucker ist bestimmt auch schon gut.
Gut. Ach so, das wird wahrscheinlich geladen. Das sind diese Fashionwagen. Diese hier. Beispiel. Es gibt so viel Stückgutwagen, ne? Ganz echt dann abnormal. Die sind schön. Wie könnten wir davon hinkriegen? Damit kämen wir auf eine Kapazität von, wir brauchen doch die stärkere Lokomotive. Damit kämen wir auf eine Kapazität von. Damit kämen wir auf eine Kapazität von 480. Damit kommen wir auf eine. Ich glaube, das habe ich schon mal alles getestet, ne? Nö. Ja, ne? Da nehmen wir doch mal die hier. Oder sind die noch mehr? Dann ist das der Zuckerzug. Und die verkaufen wir alle mal. Ja, der kommt direkt hier auf Highspeed. Machen wir hier alles mal. Sogar 120er Gleise. Für unseren Zuckerrübenzug. Für den Zuckerzug hätte ich das nicht gemacht, aber wenigstens für den Zuckerrübenzug. Können wir vielleicht diese andere Hauptstrecke auch schneller machen und dann sparen wir uns vielleicht sogar einen Zug. Ich glaube, das ist Wunschdenken. Ich glaube, das ist echt Wunschdenken. Ja, sind dann auf jeden Fall weniger Betriebskosten, wenn der schneller fahren kann. Das ist eine schlaue Sache, muss ich jetzt einfach mal zugeben. Wenn schneller von A nach B kommt, ist natürlich auch weniger Betriebskosten. Das ist logisch. Für dieselbe Arbeit. Aber natürlich kann es auch mehr werden. Für Umstände. Das ist so der Nachteil. Aber im Prinzip weniger. Mehr nämlich, wenn der dann sowieso mit der Geschwindigkeit schon alles hinkriegt. Ich denke, hier auf der Strecke lohnt sich das fast. So, ich warte nochmal, bis der hier eben einmal voll ist. Genau. Hier ist das ja so, dass die dann keine Betriebskosten kosten, wenn die warten. Bei Transport Fever ist das ja nicht ganz so. Kostet ja trotzdem Betriebshaltung. Das sind ja dann nicht Betriebskosten, sondern Instandhaltungskosten. Deswegen gibt das dann auch Sinn. Instandhaltung gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Instandhaltung gibt es nur für die Schienen. 60 Monate Kontoführung. Die Beförderung ging massiv nach oben. Betriebsgewinn geht massiv nach oben. Bruttogewinn haben wir. Jetzt ja nicht gemacht. Da haben wir viel investiert, wie es scheint. Jetzt haben wir ja auch wieder hier 5 Millionen investiert. Aber wir machen pro Monat einen Betriebsgewinn jetzt hier. Inzwischen 580.000 haben wir im letzten Monat gemacht, ja. Also, ich glaube, wir können uns mal was gönnen. So. Mich interessiert jetzt nämlich eigentlich, ob der Zuckerzug zurechtkommt. Bestimmt. Ja, der braucht halt ein bisschen. Der braucht sehr lange. Ja, der braucht sehr lange. So Sache, wo man fast eine zweite Fabrik anschließen muss. Grauenvoll. Na ja, egal. Gucken wir erstmal, ob das reicht. So, und Molkereiprodukte. Von der Molkerei gehe ich jetzt mal. Und veraltet nicht benutzen, kommt auf was. Ach, schön. Und veraltet nicht benutzen. Nenn das einfach mal. Veraltet nicht benutzen. Veraltet nicht benutzen. Legendär. Ja gut, ich habe halt noch die alten Sachen hier drin immer, deswegen. Wenn ich mal ein neues Spiel starte, sollte ich mir angewöhnen, nur die aktuelle Version von Pac 128 German zu haben. Sonst habe ich hier dieses riesige Potpourri. Was ich aber gar nicht schlecht finde. Von Soltau aus. Wo muss ich die hinbringen? Von Soltau. Das kriegen wir gut hin. Da brauchen wir aber auch was vom Viehhof. Da können wir auch gut hin. Oder das ist fast besser. Der Viehhof ist fast besser. Denn da können wir die bestehende Schieneninfrastruktur nutzen. Ja, wir können hier ganz viel machen. Ach komm, die Zeit ist schon so fortgeschritten. Das ist ja, mag ich nicht. Mag ich gar nicht. Mach ja 20 Minuten draus. Sonst mach ich ja immer. Normale
15 Minuten Videos oder so. Ah, jetzt mal 20. Boah, ich hatte in einem der letzten Spielstände, das war die Aschaffenburg-Map, da hatte ich eine Güterstrecke, die war sowas von heillos überlastet. Also, das kann man sich nicht vorstellen, wie überlastet die war. Also wirklich nicht. Also, ich zeig dir gleich mal. Ich zeig dir gleich mal. Als hätte das irgendeinen Sinn, aber ich zeig dir jetzt mal. Die fahren hier vorbei. Und dann würde ich die dann dort tatsächlich auf die Strecke mit einfädeln. Mit Brücken und allem, denn ich habe echt Angst, dass das so eine Strecke wird. Wir bauen die nächste Folge fertig, die Strecke. Aber ich möchte jetzt schon mal wenigstens einen Grundstock haben. Haben wir die 120. Aber nicht die Badehöfe. Da ist das unnötig. Da kommt irgendwie der Geizhals in mir wieder raus. Ich mach das nie. Aber in diesem Spielstand möchte ich mal richtig beweisen, was ich an monetären Kenntnissen für dieses Spiel habe. So. Sieht keiner. So, dann haben wir hier das da und das da. Perfekt. Da fährt ja jeweils so ein Zug, da könnte man also, aber mach ich nicht. Mach ich nicht. Signale setzen, meine ich. So einer bin ich ja nicht. So, dann lasse ich das erstmal so beiden ausweichen. Und dann fahre ich dann später hier hoch nach Soltau. Dann kann ich miteinander verbinden. Genau. Was ich jetzt aber erstmal noch mache, oder das mache ich dann nächste Folge, ich nehme die gleich mal Schluss direkt auf, denke ich, dass ich dann hier die LKWs ersetze durch die Züge. So, was ich jetzt zeigen wollte, ist Aschaffenburg. Ich habe die Strecke schon ein bisschen entlastet, also wird das jetzt nicht mehr der Wow-Effekt sein, aber es ist immer noch wow, finde ich. Ich habe da nämlich ein paar mehr Gleiskapazitäten gebaut. Ich glaube, das war die R. Ja, das ist die R. So, man sieht es vielleicht auch auf der Karte, wenn man auswählen. Ach. Ist da leicht dumm. Allein der Hauptbahnhof sollte schon was sagen. So. Hier haben wir unsere. Ich liebe sie, diese Strecke. Ich liebe sie einfach. Ja, wie gesagt, schon ein bisschen entlastet. Ach, da sind auch noch alte Züge. Das waren damals die besten Wagen immer. Ah, sind sie inzwischen nicht mehr. Ja, ja. Jetzt. Hier habe ich echt. Mit diesem, die Karte hat so lange auch Verlust gemacht. Und dann habe ich irgendwann die Güter gemacht und dann wum, alles in die Höhe geschossen. Die Felder breiten sich halt mit der Zeit aus. Da habe ich so ein paar hingebaut, dass mir nie die Sachen ausgingen. Deswegen habe ich diese tolle Linie. Ach, schön. Das ist aber auch das Einzige, was ich nachträglich eingebaut habe. Hier steht auch noch eine einzelne Mühle, die ich damit noch verbinden können. Ist aber völlig abnormal. Wäre das dann gewesen. Und hier habe ich halt ganz schön viel. Also, ich habe immer so, ach, da kann ich auch noch das und dann kann ich auch noch das und dann kann ich auch noch das. Und dadurch kam hier, also zwischenzeitlich war hier echt Stau. Und dann habe ich hier diese Bauwerke gebaut, da ich das hier alles getrennt habe. Sprich, war hier, glaube ich, eine Eingleisstrecke hier hin, dass die dann alle da zusammenfahren. Das kann man sich heute, glaube ich, nicht mehr vorstellen. Also wirklich gar nicht. Lindo Fernbahnhof, ist das unterirdisch? Macht ja tatsächlich. Ach, ich erinnere mich an diese Linie. Mhm. Ich hatte ja solche Verkehrsprobleme, dass ich dann hier. Also, das hatte ich selten. Och, jetzt schwelge ich hier. Sollte ich nicht machen. Ich möchte es noch kurz zeigen hier. Mhm, bisschen. Ich möchte nach Neustadt Glewe zum Beispiel. Dann komme ich hier ganz leicht hin, glaube ich, oder? Hilfe. Wo ist Dortmund? Dortmund. Scheiße. Hm, läuft richtig. Hä? Müsste auch hier sein irgendwo. Ja, Moment. Schaffenburg. Da war es doch Dortmund. Ah, das war auch alles überfüllt. Also hier, das war die Karte der völligen Überfüllung. Hier, die ganze Stemmstrecke war überfüllt. Deswegen habe ich hier noch extra RE und alles gebaut. Ach ja. Ich sag jetzt auch mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss mit euch.